Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Groundspotting YouTube Kanal. Ich habe die letzten Tage mal auf Instagram ein bisschen rumgefragt, weil auf YouTube kam ja in den Kommentaren immer wieder MSV Bochum, MSV Bochum, nächstes Stadion MSV Bochum. Also habe ich bei Instagram einfach gefragt, welches Stadion als nächstes, MSV oder Bochum. Ja, das hier ist das Abstimmungsergebnis. Also machen wir heute das Stadion vom VfL Bochum. Ich stehe hier auf dem Parkplatz vorm Ruhrstadion und dann schauen wir uns das gute Stück mal an. Und wenn ihr demnächst auch mitbestimmen wollt, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da ist der Link zum Instagram-Profil, nicht Profil, sondern Profil drin. Und dann könnt ihr auch bei der nächsten Abstimmung mitentscheiden, welches Stadion es als nächstes geben soll. Und dann sage ich jetzt viel Spaß mit diesem neuen Video vom Ruhrstadion Bochum. Wie eingangs erwähnt, widmen wir uns in diesem Video dem Ruhrstadion an der Castroper Straße in Bochum. Der Spielort an der Castroper Straße ist übrigens ein ziemlich besonderer. Der VfL spielt seit über 100 Jahren hier an diesem Ort. Begonnen hat das Ganze im Jahre 1911, damals noch am Sportplatz an der Castroper Straße oder auch genannt Diekmanns Wiese. Das erste offizielle Fußballspiel an der Castroper Straße fand demzufolge auch schon relativ früh statt, vor 500 Zuschauern, nämlich am 8. Oktober 1911. Die Mathefüchse unter euch werden es schnell ausgerechnet haben, das Ganze war vor 107 Jahren. Somit ist der Spielort an der Castroper Straße mehr als 10-mal so alt wie RB Leipzig. Sorry Leute, aber den Seitenhieb konnte ich mir jetzt echt nicht verkneifen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde aus dem Sportplatz dann das Stadion an der Castroper Straße. Zwischen 1976 und 1979 wurde das Stadion dann umgebaut. Der VfL Bochum spielte während des Umbaus in einer ziemlichen Baustelle. Zum Ende der Bundesliga-Saison 75-76 war der Rasen an der Castroper Straße aufgrund des Umbaus dann sogar unbespielbar. Aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes mussten die Bochumer dann in den letzten 7 Heimspielen der Saison in andere Stadien ausweichen. 6-mal spielte der VfL im Stadion am Schloss Strünkede in Herne, einmal im Dortmunder Westfalenstadion, das dann sogar direkt gegen den FC Schalke 04. 1979 war der Umbau abgeschlossen und bei einem Spiel gegen die SG Wattenscheid 09 wurde das Ruhrstadion dann unter dem neuen Namen eingeweiht. Bei freiem Eintritt kamen 30.000 Zuschauer. Umgezogen ist der VfL Bochum also nie. Seit seiner Gründung spielt er an der Castroper Straße, lediglich die Spielstätten haben gewechselt. Der VfL Bochum hat übrigens, so zumindest meine bescheidene Meinung, mitunter eine der coolsten Hymnen in ganz Fußball-Deutschland. Und wenn ich es nicht noch bräuchte, würde ich fast mein linkes Ei darauf verwetten, dass jeder von euch, der sich dieses Video anschaut, auch diese Hymne kennt. Da ich für Stimmungsvideos ja schon ein paar Mal in Bochum war, gibt es hier auch einen Videoschnipsel der Hymne. Ich verschone euch lieber mit meiner Stimme und überlasse das Singen lieber Herbert Grönemeyer himself. Also viel Spaß mit der Hymne des VfL Bochum. Vielen, vielen lieben Dank, Herbert Grönemeyer, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Video aufzutreten. Jetzt geht's aber zurück zum Ruhrstadion, dessen Kapazität ursprünglich übrigens 49.000 Zuschauer betrug. Finde ich schon ziemlich beeindruckend eigentlich. Diese 49.000 wurde in der Folge jedoch durch zahlreiche Umbauten erheblich verringert. Zum Beispiel wurde 1997 die Westtribüne von einer reinen Stehplatz zu einer Sitzplatztribüne umgebaut. Das aktuelle Fassungsvermögen des Stadions beträgt übrigens knapp 27.500 Plätze. Zum Abschluss des Videos habe ich auch noch einen kleinen Funfact für euch. Die Stadt Bochum hat den Namen Ruhrstadion schon 1972 eintragen lassen. Damit hat man der Stadt Gelsenkirchen etwas den Wind aus den Segeln genommen. Die wollten nämlich das für die WM 74 gebaute Parkstadion eigentlich Ruhrstadion nennen. Ja, wo kämen wir denn da hin? Ich denke, so wie es gelaufen ist, war das alles schon ganz gut.
damit sind wir mal wieder am Ende eines Videos angekommen, meine Freunde. Ich hoffe, der kleine Exkurs zum Ruhrstadion hat euch gefallen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und diese Glocke da unten rechts zu aktivieren, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Und wie am Anfang des Videos erwähnt, schaut mal auf dem Instagram-Kanal vorbei, dann könnt ihr in Zukunft mit abstimmen, wenn ich irgendwelche Ideen habe oder wenn es einfach darum geht, welches Stadion wir uns als nächstes anschauen. Dann sehen und oder hören wir uns beim nächsten Video oder wenn ihr mich, wie schon ein paar Mal geschehen, irgendwo in der Stadt anquatscht. Ich rede immer gerne mit euch über Fußball, also haut mich einfach an, wenn ihr mich seht. Bis dahin, haut rein, ciao.